Am 10. September findet der erste Socani Light Run von der Schweiz hier in Solothurn statt. Kannst du uns kurz erzählen, was das genau ist? Ja, der Socani Light Run ist der erste Light Run von der Schweiz. Das heisst, wir sind wirklich eine Veranstaltung, die zuoben unterwegs ist, wenn es dunkel wird. Das ist noch nicht so speziell. Speziell sind die Eventzonen, die wir bieten. Und dass wir keine Zeitmessung und keine Rangliste haben. Also es ist wirklich ein Event, das um den Spass, um das Genießen, um das Erlebnis geht. Und nicht darum, sich da die neue Bestzeit zu erreichen. Kannst du uns etwas erzählen über den 5 Kilometer lang, die lange Strecke? Kann ich machen, ja, gerne. Sehr spezielle Strecke auf die Läufer wartet. Wir haben uns dort verschiedene Zonen überlegt, die unterwegs zu passieren sind. Wir fahren relativ ruhig an mit so den ersten Lichteffekten und uns dann gegen Schluss steigern. Und sich das Highlight wird zwischen Kilometer 2,5 und Kilometer 4 sein. Wie darf man den Ablauf von dem 10. September sich vorstellen? Was steht da auf dem Programm? Ja, es geht am Nachmittag eins los im CIS mit der Startnummerausgabe. Es gibt trotz allem ein Startnummer, damit wir dann wissen, wer gesäckelt ist und Fotos können verschicken. Dann am 8:30 trifft man sich eigentlich schon unter der Start, unter der Brücke, bei Leporello-Brücke, als am Start. Es gibt dort ein Warm-up, geführt von zwei Group-Fitness-Instruktoren, also eine für die Herren und eine für die Damen. Und dann gibt es dort schon ein recht schönes Warm-up und schon die erste kleine Party, bevor es der Lauf startet. Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ziel? Im Ziel geht es eigentlich richtig los, weil das ist mein Partner. Dort startet dann die After-Run-Party. Der Läufer säckelt eigentlich ins Ziel rein und ist direkt an der After-Party. Also es geht darum, dass man nicht heimgeht nach dem Lauf, sondern dass man zusammen über das Erlebnis berichtet und vielleicht noch ein bisschen Tanzbein schwingt nach ein paar. Was steht hinter dem generellen Prinzip von diesem Light Run? Es ist ganz einfach. Es ist eine 5-Kilometer-Strecke. Man hat eine Viertelstunde Zeit, also man kann das auch laufen. Man muss nicht säckeln. Also eine Distanz, die alle machen können. Spass unterwegs, Fun zu haben, im Soleur oder in der Verpflegung schon ein bisschen zu tanzen und im Ziel natürlich auch. Und das gemeinsam zu erleben, also zusammen mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten zu feiern. Organisiert wird der Anlass von eurem Verein Light Run Switzerland. Kannst du uns etwas über diesen Verein erzählen? Ja, wir sind ein ganz junger, kleiner Verein, der den Anlass organisiert. Der Verein ist sicher auch eine rechtliche Basis, dass wir Verträge machen mit Versicherungen etc. In diesem Verein sind Leute, die aus dem Sportbereich kommen, aus dem Eventbereich. Fast das wichtige Teil im Moment ist das OK. Das haben wir wirklich das Glück, dass wir ein super neunköpfiges OK zusammenstellen können, das mit Spezialisten aus ihrem Gebiet wirklich hier gute Eventköpfe beistellen. Wie seid ihr denn so aufgestellt im OK? Ja, wir haben beispielsweise der Janik Knuchel, er ist etwa im Ausgang, er weiss, wie die Party läuft. Wir haben zum Beispiel Marco Mägli, er arbeitet bei der Polizei hier in Solothurn, er ist Sicherheitsverantwortlicher. Das Gleiche zählt dann für die Strecke oder für die Kommunikation. Da haben wir wirklich Leute gesucht und auch dürfen aus unserem Kollegenkreis, die ihre Spezialgebiete haben und dort drauf stark sind. Wie ist das Ganze technisch organisiert? Es sind 8 Zonen, also das heisst 8-mal viel Material. Wir haben recht viel mit Licht. Wir starten am Abend um 9 Uhr, also es wird dunkel sein. Das heisst, viel Lichteffekt mit UV-Licht, aber auch farbigen Laser. Wir werden Rauch haben, Nebelmaschinen und sicher auch Musik auf der Strecke. Und alles andere möchte ich eigentlich noch nicht verraten. Wo kann man sich denn anmelden? Anmelden kannst du dich auf www.lightrun.ch. Dort gibt es übrigens auch die Möglichkeit, sich für die verschiedenen Pakete zu melden. Jeder Teilnehmer bekommt ein schickes Shirt. Das ist immer dabei. Auch dabei ist ein Leuchtarmbändel. Gibt es verschiedene Farben. Ist so ein bisschen part of the show. Verteilen werden wir also Knicklichtchen, die man kennt. Und dann gibt es ein Paket eins oben dran. Das ist der Update Starter. Der hat ein Getränk der Party noch zu gut, das er von uns bekommt. Er bekommt also einen LED-Stick, der leuchtet, wo noch mal ein schönes Bild gibt. Und für die, die wirklich das Vollprogramm wollen, die können sich dann noch für einen Premium-Starter anmelden. Der bekommt dann zu allem noch eine Brille, die leuchtet. Also so haben die verschiedenen Päckchen. Was es auch noch gibt, ist eine Schminkzone im Startbereich. Wir haben so UV-Farbe dabei, also es wird gut.